Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge dieses Vlogs. Mein Name ist Robert Gräfe, ich bin ein freischaffender Musiker aus Thüringen und ich werde im Frühjahr 2021 mein neues Album Poetry of a Cynic rausbringen. Ich stecke jetzt also mittendrin im Schreibprozess der Songs. Ich habe mir mittlerweile 11 Songs ausgesucht aus meiner Bibliothek, die ich also aufs Album bringen will. Die sind musikalisch noch nicht alle fertig geschrieben, erst 5 davon. Heute zeige ich euch Libra's Burden. Irgendwann, als ich mal wieder frühestens aus dem Bett gekommen bin, ist mir die Zeile eingefallen: The tiring drag of false awakenings. Also der ermüdende Griff falschen Erwachens. Ich fand die Zeile dann ziemlich interessant, weil dieses falsche Erwachen natürlich nicht nur den Schlaf betreffen muss, sondern natürlich auch bestimmte Erkenntnisse, zu denen man kommt. These dawning lamps cling to the luna. Tiring drag of false awakenings. It's quivering my Duchess vigilance. Perpetual strife within. Ich habe ein grobes Konzept jetzt mit dem Album gestellt, diese Wahrnehmungssache, die Gegensätze und sowas. Aber bin dann recht frei darin, wo mich eine Textzeile hinführt und worum es dann im Endeffekt geht. Auch wirklich spannend an dem Song finde ich, dass es musikalisch passiert ist, dass sich dieses Gegensätzliche in dem Song befindet, das versucht wird ins Gleichgewicht zu bringen. Nämlich die weichen Vocals gegen die Shouts. Ich werde den Song wahrscheinlich in die Mitte des Albums setzen, weil es ist auch ziemlich cool zwischen Antonymous als ersten Song, Synonymous als letzten Song, also das Gegensätzliche, das Gleichbedeutende und das irgendwie ins Gleichgewicht zu bringen, die Waage, wenn dann Libra's Burden als Song genau zwischen den beiden sitzt. Ja, dieses sich wünschen eines Gleichgewichts, das ist irgendwie vielleicht eine Sache, die mit meinem Sternzeichen zu tun hat. Ich habe auf jeden Fall dieses Bild, die Waage, auch einfließen lassen. Aber möchte hier an der Stelle gleich sagen, dass ich eigentlich nicht so astrologisch affin bin. Trotzdem finde ich es aus einem künstlerischen Blickpunkt ziemlich interessant, das Sternzeichen mit einfließen zu lassen. Und es gibt mir einen ziemlich schönen Titel. Libra's Burden, also als die Last, die die Waage trägt, ist meine Last quasi genau das, dass ich versuche, ein Gleichgewicht herzustellen, wo für andere kein Gleichgewicht zu finden ist. Ich mache es gerade zum ersten Mal so, dass ich wirklich konkret, während ich die Songs schreibe, schon Demos aufnehme. Ansonsten war es so, dass ich die Songs direkt auf die Bühne gebracht habe und mal ausprobiert habe und dann gesehen habe, wo sie es hinentwickelt. So oder so habe ich die Erfahrung gemacht, dass es einen Riesenunterschied dazwischen gibt, einen Song zu spielen und ihn sich anzuhören. Und mir helfen die Demos gerade dabei, einen Eindruck davon zu gewinnen, ob der Song wirklich so wirkt, wie ich das will. Ich werde euch in den nächsten Wochen da natürlich weiter auf dem Laufenden halten und immer wenn konkrete Demos da sind, werdet ihr in den Vlogs auch Ausschnitte aus diesen Demos hören. Wie gehabt, wenn euch was Besonderes interessiert, wenn ihr bestimmte Fragen oder Anregungen habt, schreibt sie in die Kommentare und ich werde
wenn sie es anbietet, dann darauf eingehen. Das muss nicht unbedingt im nächsten Meetup sein, aber sobald der Zeitpunkt ist, wo ich denke, jetzt passt es einfach, um das auch zu beleuchten, dann werde ich das auch tun. In dem Sinne, bleibt kreativ, wir sehen uns.